Hallo, liebe Freunde von Köln24. Ihr wundert euch bestimmt, wo kommt der Shit her? Ich komme aus dem Wald, ja, richtig, aber nicht vom Pilzesuchen. Ich habe die Hexe gesucht. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, hat er jetzt total eine Macke? Warum sucht er die Hexe? Ich verrate euch warum. Weil wir bauen für unsere Hexe ein Märchenhaus und das ist wirklich märchenhaft. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis dahin, euer Jens Schütt. Vorgefertigten Außenrahmen zusammengesetzt. Das heißt, wir haben die Außenwände bzw. die Front und die Endwand gesetzt. Man sieht jetzt hier den Unterschied. Diese Wand ist höher wie die andere. Das ist jetzt nicht so, dass es nicht beabsichtigt ist. Es ist volle Absicht, weil wir bauen ja hier ein Märchenhaus und das sieht nachher alles ein bisschen schnörkelig rum aus, so wie bei Hänsel und Gretel. Aber es ist alles sehr stabil zusammengebaut. Das wird hier auch alles verbolzt mit Schrauben. In der Mitte sind Schlossschrauben nochmal durch, sodass das nachher auch alles ein Ganzes ergibt. Hier unten haben wir dann nachher auch nochmal die Schraubzwingen angesetzt. Da wird der Rahmen runtergezogen. Das heißt, es wird alles formschlüssig mit dem Bodenrahmen verschraubt, sodass auch nichts passieren kann. Nehmt euch jetzt mal mit, weil wir bereiten nämlich auch gerade schon die Sparren vor, beziehungsweise der Tom bereitet die Sparren vor. Das Ganze liegt jetzt hier auf diesen Böcken vorgefertigt. Ihr seht, das gibt nämlich jetzt auch ganz schöne Ausmaße. Man glaubt es nicht, wenn man das kleine Fundament sieht, aber jetzt hier mit diesen Sparren sieht man schon, wie groß das Haus ungefähr werden wird. Ich würde sagen, wir arbeiten mal kräftig weiter. Ich fasse mal mit an, dass es ein bisschen schneller geht und den Rest zeige ich euch dann. Tage hat sie jetzt viel getan. Jetzt habe ich hier den letzten Ausschnitt noch reingemacht auf der Seite. Hier kommt nachher die Dachgaube montiert. Ihr seht, es hat wunderschöne, traumhafte, märchenhafte Ausmaße angenommen.
Es nimmt jetzt auch langsam Form an. Ich bin echt begeistert und ich bin gespannt, wie es fertig aussieht. Das wird noch viel genialer, glaube ich. So, hier oben seht ihr jetzt von innen nochmal den Ausschnitt der Laube, was ich gemacht habe. Ich befinde mich hier oben auf dem Schlafboden. Hier oben kann man sich gemütlich einrichten. Richtig schön gemacht. Unser Kameramann, der Philipp, der ist da unten. Vielleicht gibt er mir da gleich mal sein Handy. Dann zeige ich euch mal, wie urig gemütlich das ist. Vorher war es ganz einfach so, wir holen den Philipp einfach mal mit hoch. Dann zeige ich euch das mal. Ich nehme mal hier die Leiter. Ich komme ja später noch eine Holzleiter hin. Der Philipp kommt jetzt einmal mit hoch. Ihr seht, hier oben kann man sich das fantastisch einrichten. Hier kann man eine Matratze hinpacken. Hier hinten kann man, wenn man möchte, Lampen aufstellen oder wie auch immer. Hier haben wir schon mal unser märchenhaftes Fenster. Ihr seht, mit allen feinsten, kleinsten Details wird hier gearbeitet. Auch die Fensterkreuze sind schief. Ich war ja nicht irgendwie neben der Spur. Nein, es ist wirklich alles so vorgefertigt. Und wie gesagt, das ganze Haus besteht wirklich aus detailgetreuen Sachen. Und es ist einfach nachher märchenhaft. Jetzt hat die Hexe endlich ihr eigenes Haus, ihr traumhaftes Märchenhaus. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch die anderen Videos auf unserer Seite euch anschaut. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns abonniert oder einen Daumen hoch gebt. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Jens Schütt.